Moin Leute und willkommen zurück zu Seven Deadly Sins. Heute möchte ich euch gerne 6 Helden vorstellen, die es in der Clubber-Version noch nicht gibt und für die es sich eigentlich lohnt, seine Diamanten zu saven. Fangen wir an. So, als erstes Helden haben wir Demon Hangblitzen. Und ich werde erstmal alle seine Skills vorlesen und dann erklären, warum er so gut ist. Seine Passivfähigkeit erhöht den Schaden von Debuff-Skills. Also jede Debuff-Karte macht jetzt 50% mehr Schaden. Und er hat eigentlich nur Debuff-Skills. Sein erste, boom, alle Teams Schock. Seine zweite, Bleed. Ganzes Team. Und seine Ultimate macht halt, wenn ein Gegner Debuff hat, 3-mal mehr Damage. Und das ist bei, wenn man ihn nur 1-6 hat, sind das schon um die 1000 noch was. Das geht max bis, wenn man 6-6 hat und Gegner Debuff hat, bis zu 1700 noch was. Also das ist schon richtig stark, aber leider nur für Single Target. So, was macht ihn eigentlich jetzt so stark? Alleine ist er eigentlich ganz gut. Aber mit einem anderen Helden, der auch noch dabei ist, ist es mit eins der stärksten Teams zurzeit in der Japan-Version. Und das Gute bei ihm, für ihn muss man eigentlich, wenn man Glück hat, keine Diamanten ausgeben, denn er kommt in die SSA 1 Tickets rein. Also immer schön die Tickets sparen. Für Season 1, die Season 1 Tickets. Held Nummer 2, Blue Goddess Elizabeth. Und sie müsste nach Lost Vein Melodas der zweite Broken Unit für Clubbe sein. Sie müsste, glaube ich, vielleicht in ein, zwei Monaten, vielleicht sogar früher schon rauskommen. So, ihre Passive. Stirbt ein Held von uns, wird er wiederbelebt mit dem Leben, den er davor hatte. Also es heißt, stirbt jetzt Lost Vein Melodas mit 50% seines Lebens, wird er halt wiederbelebt und hat dann wieder 50% seines Lebens. Aber geht nur einmal per Battle. Sonst wäre es echt zu stark. Die ist eigentlich jetzt schon viel zu stark. Und Skill Nummer 1. Auf Rang 1 macht 200% Damage to einen Gegner. Auf Rang 2 und 3 cancels Dances, macht Damage und Stun für ein, zwei Turn. Und cancels Dances ist von Esther Soras sein Full-Counter-Skill. Hier ist Dances. Das wird dann halt entfernt. Als zweiten Skill hat sie macht eine starke Barriere. Die eigentlich schon richtig nervt. Das zerstört ein bisschen Pierce-Rate-Teams. Deswegen, wegen sie ist auch das Pierce-Team nicht mehr so stark. Was aber durch den anderen Held, der hier drin ist, ein Comeback bekommt. So, ihre Ulti, das Schlimmste von ihr. Also das macht die richtig passive und das hier, bäh. Heilt 30% auf Max HP, inflict 40% Damage taken. Also das heißt, der Gegner bekommt 40% dessen Damage, der er macht, wieder zurück. Und wir heilen uns 50% davon. Für zwei Turns. Also das heißt, wenn wir jetzt Barriere haben, also die Ulti haben, Barriere. Und der Gegner hat Lost Vein, macht seine Ulti und schafft es uns nicht zu töten, ist er meistens gleich auch tot. Also ist er gleich meistens One-Shot. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt für das ganze Team ist oder nur halt für Lost Vein Meliodas. Und wenn man halt 6 hat, hat man schon 70% und 120% bekommt der Gegner Damage zurück. Das ist echt viel. Also für sie sollte man auf jeden Fall safen. Sie ist eigentlich God-Level, wenn man so will. Als dritten Helden haben wir Queen Lobless Astin. Und sie ist eigentlich der Counter für alle Altwash-Teams. Also Lost Vein Meliodas, Goddess Blue Elizabeth zählt eigentlich auch dazu. Und wir fangen erstmal mit ihrer Passive. Erhöht Pierce Rate, Crit Chance und Crit Damage bei 5% per Debuff. Geht bis zu 8 Mal. Es deckt sich zu 8 Tab. Und das geht max 40%. Also 40% Pierce Rate, Crit Chance und Crit Damage wird erhöht. Was super ist. Skill Nummer 1. Auf Rang 3. Ich sag jetzt immer Rang 3. Macht 300% Damage to one enemy. Aber als Weak Point. Es ist dreimal, also macht es 900, also Skill 1, wenn man Rang 3 hat, macht es 900% Damage zu einem Gegner. Also Skill 1 von ihr haut richtig hart zu. Skill Nummer 2. Das ist der Skill, der eigentlich sie super stark macht. Dispel Recovery Skills, also von Blue King seine Clan Skills, kann er nicht mehr einsetzen für 2 Turn auf Rang 1. Auf Rang 2 macht das gleiche.
Aber die macht auch, dass die Ultimate-Kugeln vom Gegner sich nicht mehr auffüllen können. Also man kann keine Ultimates mehr einsetzen. Und auf Rang 3 nochmal extra macht der Gegner 20%. Machen alle Gegner 20% weniger Schaden. Also richtig gut gegen Las Venomenolas und Blue Elizabeth. Allein nur wegen dieser Karte hier. Als letztes haben wir Ultimate. Macht Spike Damage 350% zu allen Gegnern, weil man die auf 1 zahlt. Und Spike Damage macht halt, wenn man quittet, macht man doppelten Schaden. Und sie ist auch gut durch ein Team, was ich euch dann später noch zeige. Also sie, Demon Hendrickson und Lochenheld ist zurzeit in JP mit eins der stärksten Teams. Als vierten Helden haben wir Kusanagi Kyo. Und er ist zurzeit einer der neuesten Helden in der JP-Version. Denn da ist gerade eine Kollaboration zwischen Stephanie DeSins und King of Fighters. Davon ist er. So, seine Skills. Als Passivhatter fängt man Kampf an, bekommt jeder Gegner 2 Ignites. Und Ignites macht, dass man 10% pro Ignite mehr Damage macht bei dem Gegner. Und man bekommt dann pro Ignite 5% weniger Schaden für das ganze Team. Aber ich weiß nicht, ob es jetzt für das ganze Team heißt. Also man hat gleich am Anfang 6 Ignites. Das sind dann 30% weniger, ob man 30% weniger Schaden bekommt. Oder ob es pro Gegner zählt. Also 10% immer. Das weiß ich leider nicht. Skill Nummer 1. Auf Rang 1 macht 110% Co-Destruction Damage to einen Gegner. Und Co-Destruction ist einfach 20% Increased Damage per Debuff on Target. Und er ist einer, ich erkläre da zum Schluss, er ist mit gut beim anderen Team mit Demon Hendrickson und so. Als zweites haben wir Scores Damage, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Damage 52% to allen Gegnern. Und Dodge Damage macht einfach Increased Damage, stellt bei, also macht 25% mehr Schaden pro Ignite. Also hat der Gegner jetzt gleich die 2 Ignites, macht der Skill auf Rang 3 schon 300% Damage. Seine Ultimate. Inflict Damage macht 490% Schaden zu allen Gegner. Und jeder, das ganze Team, Gegnerteam bekommt 2 Ignites für 3 Turns. Was ich besser finden würde, wenn das ganze Team angreift. Ist leider nur Single Target. Vielleicht wäre es dann ein bisschen zu stark. Ich weiß nicht. Aber das ganze Team wäre schon nett. Als fünften und vorletzten Helden haben wir Omega Rugal. Und auch, er gehört auch zu King of Fighters, wie man sieht. Und er ist eigentlich der Grund, warum gerade in der JP-Version PSW-Teams wieder ein Comeback feiern. Seine Passivfähigkeit. Hat der Held weniger als 5% seines Lebens, entfernt er alle Debuffs, die er hat, hält sie wieder komplett voll und erhöht seine Stats bei 15%. Aber ich weiß leider nicht, ob es halt nur seine Hauptstats sind, also HP, Defense und so, oder auch ob Pierce Weight und Crit Damage dazu zählt, weiß ich leider nicht. Skill Nummer 1, was ihn eigentlich so stark macht. Man kann sagen, er ist eigentlich ein zweiter Demon Meliodas, wenn man so will. Hier macht Pierce Damage zu allen Gegnern, wie Lost Vane, Demon Meliodas. Skill Nummer 2, was leider nicht so stark ist. Auf Rang 3, 300% Damage zu einem Gegner. Und decreases Attack Related Stats bei 40%. Also das ist, der Gegner hat dann weniger Pierce Weight, weniger Crit Chance und weniger Crit Damage und Attack, weniger Attack. So, seine Ulti. Seine Ulti ist eigentlich die gleiche wie Escanor. Haut genauso wie, also wie Queen Escanors Ulti. Reflect Charge Damage equal 700% zu einem Gegner. Und Charge macht ignore Defense. Also macht ungefähr den gleichen Damage wie Escanor. Und von all den Helden, die ich jetzt vorgestellt habe, ist er eigentlich für mich persönlich mit der am spaßigsten ist, weil ich liebe PSW-Teams. Schnell rein, Gegner weghauen und wieder raus. Durch Goddess Elizabeth, hier durch sie, zieht sich das alles. Das dauert lange, sehr, sehr lange durch die kannten Kampf dauern. Und das ist, ich mag sowas nicht. Ich gehe schnell rein, dumm, tot und nächster Kampf. Das mag ich. Als sechsten und letzten Helden haben wir Small Winged King. Und in der JP-Version ist er zurzeit der stärkste und bogenste Held, den es gibt. Seine Passivfähigkeit. Hat ein Gegner 2 Debuffs, Poison, Bleed, Shock, Korrosion, kann er sie nicht mehr entfallen. Also alle Cleanse-Fähigkeiten sind deaktiviert. Hat der Gegner aber 3 Debuffs, wird immer am Ende unseres Zuges ein Orb vom Gegner, also ein Ultimate-Orb vom Gegner entfernen. Also er kann eigentlich auch keine Ultimate mehr einsetzen. Sein erster Skill. Rang 1, 180% Damage zu einem Gegner. Und macht nochmal extra 80%, wenn ein Gegner einen Debuff hat. Also dort Damage macht, hat ein Gegner Shock, Poison, Bleed,
macht man nochmal 80% mehr Damage auf Rang 1. Auf Rang 3 sind es schon 54% plus extra 130 Damage, wenn der Gegner einen Debuff hat. Rang 2, muss ich eigentlich nicht so viel erklären, macht Poison Damage zu allen Gegnern. Sein Ultimate, kann man sagen, ist so stark wie die Ultimate von Lost Vein Meliodas. Macht 3 auf, wenn man ihn, nur eine Version von ihnen hat, 1,6, macht 300% Damage zu allen Gegnern und der Blei Abyss. Und Abyss macht einfach, man macht nochmal extra 30% Damage, wenn der Gegner anfängt, also beim Gegner-Turn. Bekommt nochmal 30% Damage von den 300%. Und er bekommt auch noch 50% weniger Damage für 2 Turns. Also hat man ihn 6,6, sind das 54%. Und wenn der Gegner anfängt, bekommt er von den 54% nochmal 60% Damage. Und das ist eigentlich fast mal schon, wenn man ihn 6 hat, ist es eigentlich One-Shot. Das ist so stark wie Lost Vein Meliodas. Und das Team, was zurzeit so broken ist in JP-Version, ist er, King, Hendrickson, Easton oder man kann auch Easton noch tauschen durch Kyo. Weil, wenn man hier sieht, bumm, Schock, schon ein Debuff, dann macht man das, hat man 2 Debuffs, dann hat man King, macht die Fähigkeit, 3 Debuffs, bumm, der Gegner kann kein Ultimates mehr entfernen, also kein Ultimates mehr einsetzen und kann auch nichts mehr entfernen, weil Cleanse-Fähigkeiten deaktiviert sind. Oder man hat, weil man noch Essen hat, bumm, weil die macht mehr Damage, Weak Point Damage, hat die ja Debuffs, macht die auch nochmal richtig auch zu, oder macht doch das hier, dann kann, macht die ja nochmal weniger, wenn man auf Rang 3 hat, macht weniger Schaden, 20%, kann auch nichts entfernen und Ultimate sind auch weg, bumm, ist man nochmal sicher. Oder man nimmt halt ihn, weil Ignite sind auch nochmal Debuffs. Also die sind eigentlich zurzeit das stärkste Team in der JP-Version. Hendrickson ist bei King mit dabei, also die sind nicht extra. Ich weiß nicht, ob es in Global auch so ist, aber wenn wir in der JP-Version waren, nicht zusammen. In einem Banner. So, dann würde ich mal sagen, das waren die 6 Helden, die ich finde, für die man eigentlich saven sollte. Wenn ihr noch andere Helden habt, könnt ihr jetzt die Kommentare schreiben. Würde mich über eine Bewertung freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi!